Ja, ich bin's. Ich weiß, er hat mich noch nie so gesehen. Und glaubt mir, ihr seid nicht die Einzigen. Auch ich habe mich schon ewig nicht mehr so gesehen, weil ich ehrlich gesagt selber vergessen habe, dass das eigentlich meine Naturhaare sind. Ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige. Einige von euch, die hier zuschauen und Naturlocken haben, hatten auch immer Mühe oder haben es vielleicht noch immer dazu zu stehen und sich getrauen, sie zu tragen. Für diejenigen, die keine Naturlocken haben, können sich das jetzt nicht vorstellen, so, hä, was redet sie hier von nicht trauen, es zu tragen? Ich wünschte, ich hätte nicht so starke, gerade Haare. Aber es ist wirklich so. Also mir, ich möchte euch kurz meine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte diese Naturlocken bekommen, als ich ungefähr 12 war. Früher als Kind hatte ich ja immer gerade Haare und als ich in die Pubertät kam, mit den Hormonen und allem, hat sich das immer mehr begonnen zu kräuseln. Und als 12-Jährige, ja, auch wenn ich immer ein fröhliches, aufgestelltes Mädchen war, ich war einfach noch nicht selbstbewusst genug, zu meinen Locken zu stehen. Denn alle meine Vorbilder in dieser Zeit, Christina Aguilera und Britney Spears und all die Sängerinnen, das war ja in der Zeit, ich meine, ich habe einen 93er Jahrgang, damals war halt je gestreckter, desto besser. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern mögt, was da so die Haartrends waren. Und damit bin ich halt groß geworden. Und ich habe irgendwie immer gedacht, ich bin nur mit geraden Haaren schön. Auch in der Schule war ich, gerade überlegen, ich glaube wirklich die Einzige oder einer der absolut wenigsten, die halt solche Haare gehabt hätte. Und ich habe die immer gestreckt. In meinen Teenagerjahren ging nichts ohne Streckeisen. Auch beim Friseur. Ich habe immer darauf bestanden, dass mir die Haare stark gerade abgestreckt werden. Und ich weiß auch noch, ich kann mich erinnern, einmal an einen Familienurlaub. Da sind wir nach Mallorca gefahren und ich habe mein Glätteisen zu Hause vergessen und es war für mich der Horror. Ich habe dann noch eine Freundin geschrieben, wo ich wusste, die war auch auf Mallorca, ob sie ein Streckeisen dabei hätte und so. Also total Panik geschoben. Und ja, in diesem Urlaub musste ich halt ein bisschen auf die Zähne beißen und musste meine Locken akzeptieren. Aber als ich vom Urlaub nach Hause kam, ich war damals vielleicht 15, das Schönste war für mich, mein Streckeisen wieder zu haben und direkt mir mal die Haare zu strecken. Und eigentlich ist das so traurig. Und ihr kennt ja ein bisschen meine Geschichte, meinen Werdegang mit meiner Bodybuilding-Zeit damals, mit den Brustimplantaten, wo ich mal gedacht habe, dass ich die brauche. Wo ich dann ja, letzten September stark genug war, die endlich zu entfernen und zu mir gesagt habe, nein, ich brauche keine Brustimplantate, um schön zu sein, um mich attraktiv zu fühlen. Ich bin das auch einfach so. So wie ich eben bin. Und auch vor noch ein paar Jahren war es für mich unmöglich und unvorstellbar, ohne meine Wimpern-Extensions, ohne Make-up rumzulaufen. Und ja, jetzt sitze ich hier ungeschminkt. Ich gehe am liebsten ungeschminkt zum Haus aus. Ich gehe sogar Party machen ungeschminkt. Und jetzt ist so, das Letzte, was ich jetzt kürzlich wieder entdeckt habe, sind meine eigentlich so wunderschönen Naturlocken. Mini neue meine. Und zwar, wie ist es dazu gekommen? Ich war jetzt schon ein paar Mal baden und früher, wenn ich baden gegangen bin, bin ich nie tauchen gegangen, weil meine Haare wären nass geworden und ihr müsst verstehen, ich hatte jahrelang immer Extensions und die sind halt von der Struktur her ganz anders. Die sind halt eher gerade und das hat halt nicht zusammengepasst. Deswegen habe ich die halt immer über die große Rundbürste geföhnt, dann mit dem großen Lockenstab Wellen reingemacht. Kennt ja auch ein bisschen da meine Styling-Tutorials, wie ich euch zeige, wie ich meine Haare, wie ich sie bis jetzt immer hatte, frisiert habe. Und heute bin ich halt so, ich will. Früher bin ich auch nie tauchen gegangen aus Angst, das Make-up könnte ja verschmieren. Und heute tauche ich einfach. Ich will einfach Spaß haben. Ich will, wenn es heiß ist, mich abkühlen können. Ich will da gar nicht mehr über all dieses Beauty-Zeugs nachdenken müssen. Und deswegen, ja, bin ich jetzt immer, wenn ich schwimmen war, immer eingetaucht und die Haare waren halt danach so. Und irgendwann habe ich mich dann, als ich nach Hause gekommen bin, im Spiegel angeschaut und gesagt, hey, eigentlich ist das so schön. Und ich sag's euch, ich habe selbst vergessen, dass ich diese Haare habe. Es hat fast 25 Jahre gedauert, um einzusehen, hey, diese Haare sind cool und ich stehe zu diesen Haaren. Ja, jetzt habe ich immer noch meine Tape-Ins drin, diese Haarverlängerung, diese eingeklebten, diese haarschonenden Tressen. Aber ich glaube, auch die brauche ich jetzt nicht mehr. Heute habe ich einen Termin, gehe ich die rausnehmen und mache dann einen auf Free the Lion. Ich freue mich drauf.
Ja, jetzt bei den Naturlocken ist es so, dass je weniger man damit macht, desto schöner werden die. Jetzt im Moment sind sie noch so ein bisschen frizzy. Das dauert jetzt bestimmt einige Tage und die müssen sich jetzt auch wieder so ein bisschen umgewöhnen, dass sie so sein dürfen und müssen wieder ein bisschen in ihre Form fallen. Und eben, ich werde heute die Spitzen ein bisschen schneiden gehen und alles ein bisschen anpassen. Und dann bin ich bestimmt in der Lage, euch jetzt ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und euch auch ein bisschen Tipps zu geben. Von Anfang an, wenn man zu seinen Naturlocken stehen will, wie man damit umgehen kann, dass sie gut aussehen. Also ja, für diejenigen, die es interessiert, die nächsten Wochen ein bisschen einschalten, auch auf Instagram, in den Stories. Und ich freue mich, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Ich bin mega überwältigt, wie ihr schon reagiert habt auf mein Instagram-Video, wo ich gestern gepostet habe. Ich habe unzählige Nachrichten bekommen, dass ihr es so schön findet und dass ich euch Mut mache, auch zu euren Naturlocken zu stehen. Und ich hoffe doch, dass ich das kann, weil sorry, wer hat das schon? Also wenn jemand damit gesegnet ist, hört auf, euch das Zeugs zu strecken. Aber ich verstehe es auch, wenn ihr es vielleicht noch nicht könnt, noch nicht getraut. Wie gesagt, bei mir hat es fast 25 Jahre gedauert. Es ist soweit. So, ihr seht, meine Lion Hair und die Tapes. The Place hat so spontan Zeit gehabt und nehmt mir die jetzt um sich. Ich freue mich riesig drauf und bin schon ganz gespannt, wie ich nachher aussehe. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try, try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know.